So Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es unser Röder Feuerwerk Unboxing 2018-19. Diese vier Pakete, die wunderschönen Pakete, die hier stehen und warten, werden jetzt ausgepackt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich werde den nämlich auch haben. Deswegen geht's jetzt direkt los. By the way, das ist Lennart. Er schleppt dir gerade das eins von vier Paketen. Hier wird es jetzt unboxed. Guckt euch das mal an. Also es ist schon edel. Das ist so ein eine geile Atmosphäre. Bisschen Einkaufstour und ein bisschen auch schon kleine Lieferungen. Es sieht schon edel aus und genau in dieser Atmosphäre, Leute, geht's jetzt los. Naja, Mikrofon, nimmst du das gerade gut auf? Sag mir das mal, Mikrofon. Danke. Na, tschüssi. Let's go, würde ich sagen, Freunde. Ich muss jetzt erstmal als erstes erwähnen, das ist natürlich ein Unboxing. Ich hoffe, ich zerschneide hier nichts. Eine Sammelbestellung wie letztes Jahr mit dem Pyro Explode und den Selfmade Fireworks habe ich euch natürlich verlinkt, soweit sie denn YouTube haben. Was, was mit mir? Nur beim Pyro Explode zutrifft. Lennart hat einfach gar nicht mitbestellt. Nicht Spaß. Natürlich auch noch vom Lennart. hätte ich jetzt fast vergessen, kranke Scheiße. Genau, also. So Leute, es geht wieder los. Die Schätze, die uns hier entgegengucken. Ach, was ist da jetzt runtergefallen? Ich weiß es nicht. Verpackungsmaterial, das wird krass. Fangen wir hier mal an mit dem Strobe Fountain. Definitiv nicht mein Artikel, aber geil, die zu sehen und das sind auch echt geile Teile. So, und weiter geht's. Ich habe mir gerade nochmal so semi-professionell mein Mikrofon anders platziert, damit ihr mich jetzt besser hört. Das war ein bisschen guck. Ah ja, hier haben wir hier elektrische Anzünder. Ich wusste nicht, dass die so verpackt sind. Das ist lustig. Das heißt, jo, die sind ja tatsächlich so drin. Auch nicht meine. Guckt es euch an, falls sich jemand dafür interessiert. schön, diese Batterie wiederzusehen. Die Exclusive Collection von Jorge, eine klassische Goldbatterie, richtig schön, richtig viel Power, für den Preis unfassbar, unschlagbar. Besser kann man es nicht haben. Die haben wir hier auch noch ein zweites Mal. Ich weiß nicht, wer die sich alles bestellt hat. Lennart, du auch? Ich glaube schon. Richtig schönes Teil, freue mich, das wiederzusehen. Und auch sehr klein. Genau. Hier geht's dann schon los mit der Eskalation, Leute. Die werden auf jeden Fall achtmal vorhanden sein. Alle achtmal meine. Das ist einfach nur krank, weil ich habe mich in die verliebt. Und ich finde die besser als jeder andere kubische Kanonenschlag. Ach, weil es ist wirklich so. So, Vulkane haben wir ja auch vertreten. Silberkaskade. Bin ich sehr überzeugt von den Vulkanen. Sind natürlich auch meine, deswegen auch zweimal. Dann haben wir hier was, und zwar die SOS-Fontäne. Die konnte ich letztes Jahr nicht bekommen, weil ich bei Tosch bestellt habe. Und dann hat ja Tosch nicht geliefert. Eine Fontäne mit 120 Gramm NEM und abbiegenden Sternen ist was ganz Interessantes. Guckt euch auf jeden Fall das Video mal an, wenn das kommt auf meinen Kanal. Da freue ich mich jetzt schon. Und dann geht es hier auch schon weiter mit Röder. Und zwar die Farbrausch. Ich weiß nicht, wer die sich bestellt hat. Ist auf jeden Fall schön hergemacht. Ich halte zum ersten Mal Röder in der Hand. Gefällt mir sehr, sehr schön. Von Hestia als Importeur natürlich oder als Produzent, wie man das sehen mag. So, dann entferne ich mal für euch das hier alles. Jo. Dann haben wir hier eine Doc 12 von Blackbox. Die dürfte von Selfmade Fireworks sein, denke ich jetzt mal. Das ist so eine typische Batterie, die er sich nämlich immer bestellt. Shoutouts. Hier weiß ich tatsächlich. Oh, doch, warte mal. Ich glaube, die Doc 12 war selbst von mir gewesen. Sicher? Ich habe mir irgendeine Blackbox-Batterie bestellt. Ich glaube, das war auch von dir. Big Shot. Der Jonas hatte die sich irgendwie. Ja, auf jeden Fall hier die Big Shot, Leute. Man kennt sie. Richtig geile Bombenrohre seit letztem Jahr auf dem deutschen Markt. Krank geil. Genauso wie. Nee, nicht das. Wie das hier. Big Balls. Ich habe die eigentlich nur zwei. Ach, das sind noch zweimal. Ne, dreimal. Hä? Okay, dann muss ich nochmal gucken. Nee, lul. Das sind schon die Crackling Balls von Heron mit dabei. So ist es richtig, weil ich habe mir drei verschiedene Crackling Bälle jeweils zweimal bestellt. Dann hier das Feenstaub-Sortiment. Einfach mal, weil ich dachte, jo, Flieger kann man machen. Für zwischendurch ganz nett.
Hier noch mehr. Und ich sehe schon, seht ihr es auch schon, Leute? Oh ja, ihr seht schon. Oh. Crackling Ball nochmal. Oh, jetzt geht es schon echt tief in die Kiste. Da haben wir hier die nächste Neuheit, die Big Whoppers. Und natürlich auch meine von Leslie. Richtig schöne Crackling Bälle. 45 Gramm auf 3 Stück. So, weiter geht's mit Röder. Der Dreiklang. Auch eine Batterie von mir. Ich liebe den Effekt. Ohne Scheiß, ich liebe den Effekt. Für 5 Euro einmal dabei. Mal gucken, ob ich die einzeln schieße oder irgendwo auf einem Brett verleite. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, Leute. Weiter geht's mit Neuheiten. Unfassbar geil. Guckt euch das an, wie das hergemacht ist, wie geil das aussieht. Das Messer, Junge. Naja, hier auf jeden Fall der Rattle Bang von ABA. Eine richtig kranke Scheiße. Also das werdet ihr im Testvideo auf jeden Fall noch sehen. Guckt euch das mal an. Das wird auf jeden Fall krank. Yo. Boah, Alter, ist die schwer. Weiter geht's hier mit der Heron Cake 13. Ist ein Teil, was ich glaube ich auch der Tom bestellt hat. Ja, auch ein schönes Teil mit Blau war das, glaube ich. Und Blinkern. So, langsam komme ich hier zum Schluss. Aber das ist jetzt definitiv mein Highlight der Bestellung. Und zwar die Zombie Zone. So anscheinend noch keiner so richtig auf dem Scheffel gehabt. Jungs, das ist eine Batterie, die ist abartig krank. Und wenn das Video online kommt, ihr werdet abgehen. Jedes Jahr eine Geisha-Batterie. Erst die Pounding Napalm, dann die Ambush, eher andersrum. Und jetzt halt die Zombie Zone. Ihr könnt euch so ungefähr denken, was hier rauskommt. Seid da auf jeden Fall mal gespannt. Das wird sich lohnen. So, ihr seht, das Paket ist fast leer. Hier sind noch Moskitos drin. Die könnten von mir sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich habe mir jetzt ein paar Packen bestellt. Jetzt nicht so viel. Ich glaube sogar noch unter 5. Weil die einfach en masse jeder hat. Und leider nicht meine. Aber hier noch eine schöne Blaubatterie, und zwar die Bombshell Schick. Auch eine Neuheit von diesem Jahr. Ist eine sehr schöne Batterie. Ich denke mal, die werde ich auch empfehlen können. Ja, aber ich würde sagen, weiter geht's mit Paket Nummer 2, Leute. Weiter geht's mit Paket Nummer 2. Dort kann man schön lesen. Dort, Leute. Mikrofon, du. Naja, das Mikrofon, Leute, das ist alles ganz schön. Das ist alles ganz schön mies hier. Das ist alles ganz schön mies hier. Paket Nummer 2. Wird aufgeschlitzt. Ist geil. Bap. Ah. Und da guckt uns auch schon wieder was entgegen. Wow. Wow, wow, wow. Crazy. Crazy. So, das lasse ich mal. Ich hole euch mal so ein bisschen heraus, dass ihr... Ach nee, ihr seid schon vollkommen... Null. Naja, dann nicht. Also, erstmal Verpackungsmaterial. Verpackungsmaterial. Und ja, dann kommt uns hier auch schon... Alter, ist das brachial, das Vieh. Jungs, ey. Haben wir hier den Drachenfeuergold. Ein richtig schöner Vulkan aus der Röder Feuerwerk Eigenproduktion. Ein Vulkan mit am Ende richtig geilen Popping Flower war das, glaube ich, und richtig schön Gold. Ich bin da gespannt. Freut euch da auf jeden Fall auch drauf, wenn das kommt. Genau. Dann muss ich natürlich von letzten Jahr nachholen die Kamikaze, die ich dann leider nicht hatte. Deswegen habe ich die jetzt. Da freue ich mich nämlich auch schon drauf. Von Pyro Factory. Ein Crackling Knall Pfeifböller. Genauso wie hier haben wir schon die ersten feinen Dinger. Und zwar die Funke Böller A. Das sind Reibkopfböller. Die habt ihr ja auch bestimmt schon bei manchen diversen YouTubern gesehen. Hier, so sehen die aus. Nicht unbedingt so krass, aber wir werden mal sehen, wie die kommen. Ob die gut sind. Ja, bin da seit diesem Jahr ein bisschen überzeugt von Funke. So, dann die Bimbo. Ich glaube, die könnten auch meine sein. Die habe ich mir mal bestellt, weil die für zwischendurch auch immer richtig geil sind. Und weil ich die echt lieb gewonnen habe. Lol, seit wann ist das hier unten so? Weiß ich nicht. Der Solaris von Jorge. Klassiker. Nochmal Big Whoppers. Verpackungsmaterial ist ja auch gut vorhanden. Und dann habe ich mir was bestellt. Lol, Introductions. Ja, die lesen wir uns natürlich jetzt erstmal durch, Leute. Alter, krass. Die Magic World von Tropic. Ich weiß nicht, ob das eine Neuheit ist. Hat mir auf jeden Fall sehr gemundet. Das ist eine richtig schöne Batterie mit... Whirl aufstiegen, wirbeln, ja, so heißt es auf Deutsch, bin dumm. ja, und bin da auch mal gespannt drauf. Relativ kleinen Teil, so ungefähr wie die Poison. Bin ich gespannt drauf.
Als nächstes kommt uns hier die Panda Fire entgegen. Ich bin auch sehr überzeugt seit letztem Jahr. Da hat man ja die Mountain. Das Video könnte ich euch ja mal hier verlinken. Das war nämlich auch ein feines Stück. Und Moskitos, die fliegen hier raus. Und dann hier. Oh, das rieselt. Die Dragon Ball X von Leslie. Eine richtig geile Batterie. Ich liebe diesen Effekt. Ich hoffe, der kommt genauso wie in den ganzen Videos, die ich gesehen habe. Gibt es von Weko auch als Neuheit unter dem Namen Bumblebee. Aber, ja. Und zu guter Letzt haben wir hier eine Heron. Pyro Showpack 1-18. Ich weiß gerade nicht, was das ist. Moment. Lasst mich mal kurz hier reingucken. Das könnte das sein, was ich denke. Ah! Aber... Nee, es ist eine Batterie. Lol. Offensichtlicherweise im Karton. Lul. Ja. Blue Mines with Golden Glitter Tail. Two Golden Glitter Willow Blue Stars. Ah, okay. Da weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Nächstes Paket, Leute. Let's go. Nummer 3. Ihr seht es hier, leider spiegelverkehrt, weil ich es ein bisschen dumm hingestellt habe. Tut ja nichts zur Sache. Ist ja genau dasselbe. Ist ein sehr leicht, da hätte ich mich fast erstmal aufgeschlitzt. Das hättet ihr fast auf Video gehabt. Mann, was mache ich denn hier? Jungs! Ah, Silvester steht vor der Tür. Ich bin crazy. Ah, so. Ich sehe schon was. Ein feines Stück von Batterie sogar. Und das ist fast das Einzige, was da sogar drin ist. Leute, ich will erstmal den hier raus. Ein Color Vulkan. Den habe ich mir bestellt, weil der sehr schick ist. Von Jorge. Ist der noch ein zweites Mal da drin? Oder ist das nur noch Verpackung? Jo, der versteckt sich da tatsächlich noch ein zweites Mal. Den holen wir da auch schnell raus. Den Color Vulkan. Von Jorge. Sehr schick. Und die hole ich jetzt mal nicht raus. Ihr seht's ja. Doch, ich hol sie raus. Ah. Ah. Ui. Sorry, ich bin ans Mikro gekommen. Die Kunterbunt von Röder. Ultra, ultra fett. Das gibt's gar nicht. Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein fettes Teil ist. Richtig geiles Ding aus deren Eigenserie. Eine Fächerbatterie mit ganz viel... Ah nee, das war nicht die Regenbogen. Ähnlich der Regenbogen auf jeden Fall. Also die kann man sich auch mal gönnen. Das ist ein richtig geiles Piece. Und da würde ich sagen, Leute, machen wir mit dem größten und letzten Paket weiter. Paket Nummer 4. Also jetzt kommt das brutal längste, größte und schwerste Paket. Im Vergleich zu meiner Hand. Beste Leben. Also deswegen wollte ich euch nochmal sagen, ihr seht auf jeden Fall nicht alles auf dem Bildausschnitt. Ich versuche euch das trotzdem irgendwie geil zu öffnen. Naja, let's go. So, Leute, jetzt lehne ich mir über das Paket. Bap. Ist auch schon offen. Ey, ich habe noch... Ey, Real Talk, Leute. Ich hab noch kein Röder-Sticker gesehen. Was soll das? Alter, wo ist der Röder-Sticker? Ich will... Ach du Scheiße, Alter. Ist das ein, Alter, ist das ein Riesenvieh. Oh Gott, Alter. Naja. Alter, was bestellt denn der? Ist der Bläde? Oh, nee. Naja, haben wir hier erstmal... Die Jorge Copernicus ist eine richtig geile Popping Flowers Batterie. Die hat mich auf den Videos richtig überzeugt. Deswegen habe ich mir die hier gekauft. Also hier, ne? Dann. Ich weiß jetzt schon, dass das eine Enttäuschung wird. Die Spilling Dahlia von Nico kam in den Effektvideos viel geiler als in den ersten Videos, die jetzt aufgetaucht sind von diversen YouTubern. Geiler Aufstieg, leider aber wahrscheinlich geiles kleines Paket. Geiles kleines Paket. Ah, ja. So, dann Leute. Alter. Das Pyro Showpack 6.1 ST von Heron. Das ist auf jeden Fall was für den unseren Verbund, den der Pyro Explode macht. Guckt da auf jeden Fall vorbei, sonst seid ihr selber schuld. Das wird schon krank, wenn ich das schon sehe. Alter Schwede, guck da vorbei. So, weiter geht's mit Pubble. So, haben wir hier auch eine Batterie. Mann! So, haben wir jetzt auch wieder eine Batterie, die wir letztes Jahr hatten. Die Red Meteor, unfassbar geile Batterie. Blauen Aufstieg war das, glaube ich, mit einem Goldbouquet. Richtig geil. Und günstig. Zweimal.
die Orient. Wunderschöne Batterie zum Warmschießen. Ich liebe dieses Teil. Kauft euch die. Dann haben wir eine Lowrider. Oh, wer hat sich die denn bestellt, Alter? Krass. Kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. Wow. Lol. Das ist schon ewig her, wann ich die zuletzt gezündet habe, Leute. Dann Raketen. Und zwar wieder für mich. Woo! Fangen wir mal an hier. Haben wir hier die Röder Royal Raketen. Die gibt es schon ein bisschen auf dem Markt. Und die sollen auch sehr gut sein. Laut Empfehlung von vielen Leuten. Deswegen habe ich die jetzt auch mal getestet. Oder teste die jetzt auch mal für euch. Wird auf jeden Fall spaßig. Genauso wie die Neuheit für dieses Jahr, die Sternraketen. Grüße an Johannes. Da habe ich die als erstes gesehen. Haben mich unfassbar überzeugt. Bin zum kleinen Funke-Fanatiker mutiert jetzt. Obwohl ich die erst gehatet habe. Das ist einfach nur schön. Ja, Leute. Sternraketen von Funke in diesem Sinne. So, dann haben wir hier noch was klein. Das ist ja süß. Hä? Ja, dann haben wir hier einen leeren Karton. Auch nicht schlecht. Hier noch. Ach, die habe ich ganz vergessen. Die Color Thunder King, weil ich die letztes Jahr nicht hatte, habe ich die mir jetzt bei Röder bestellt. Geil, freue ich mich auch. Ganz vergessen. Bombenrohre mit farbigen Aufstiegen. Ja, ganz vergessen. Und hier als letztes. Boah. Die Hammer von Gao, beziehungsweise von Röder, wie man das hier oben lesen kann. Ja, Leute, das war jetzt das Unboxing. Mein Rücken tut unnormal weh, weil ich mich hier hinhocke wie so ein kleiner Verrückter. Ich hoffe, euch hat's gemundet. Guckt auf jeden Fall bei den Kollegen vorbei, guckt euch die Videos an, die folgen werden. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute, und ciao. Jogginghose an ihm vorbei, in den Charts einfach an ihm vorbei. Autobahn, linke Spur, an ihm vorbei. Stehen bleiben, Polizei, ich lauf an ihm vorbei. An ihm vorbei. Flasche rum auf der